Herzlich willkommen zu unserem Videopodcast. Heute ein kleiner Jahresausblick für das Jahr 2013. Aber zuvor ein Blick auf die Financial Times. Zum letzten Mal ist sie erschienen. Endlich schwarz. Sieht so düster aus für die Medienlandschaft, Andres. Ja, zunächst mal verstehe ich nicht ganz den Titel. Ich muss ehrlich gestehen, ich verstehe den Titel Endlich Schwarz nicht. Und ich finde es auch etwas unglücklich, dass hier steht Final Times endlich. Aber ganz abgesehen davon, es sieht sicherlich düster aus für die Tageszeitungen. Das wissen wir eigentlich seit Jahren. Wir haben das gesehen, dass es in Amerika ja schon vor 4, 5 Jahren angefangen hat, das Sterben der Tageszeitungen. Und wir haben es, glaube ich, mittlerweile tatsächlich nicht nur mit einem Wandel in der Medienlandschaft zu tun, sondern in der Tat mit einem Mediensterben. Also nicht jede Plattform, die wir hier verloren gehen sehen, wird auch durch andere Plattformen ersetzt. Also das wird sich 2013 eher verstärken. Es gibt genug Tageszeitungen und Medien, die Verluste schreiben. Tja, was bleibt übrig? Die Wochenzeitung? Die Wochenzeitung momentan auf jeden Fall ja. Wir sehen, dass die Zeit erfolgreicher ist oder zumindest mehr Auflage hat als je zuvor. Wir sehen, dass auch Frankfurter Allgemeine Zeitung mit einem Magazin an den Start gehen will, 8-mal im Jahr, nächstes Jahr. Also es gibt tatsächlich offensichtlich das Bedürfnis, Themen zu vertiefen, mehr Meinung zu bringen und das Wochenzeitungsformat scheint da erfolgreich zu sein. Ich lese trotzdem immer noch einen Haufen DPA-Meldungen in Zeitungen, Sachen, die ich am Tag vorher schon online gesehen habe. Ich weiß nicht, haben die Verleger den Trend erkannt oder? Ja, die Verleger haben den Trend erkannt, dass man andere Medien produzieren muss als in der Vergangenheit. Und ich glaube, es ist allen bewusst, dass die Tageszeitung als das Key-Medium, um Nachrichten zu lesen, wohl passé ist, also insbesondere für die jüngere Generation, aber zunehmend auch für Geschäftsleute, die einfach nicht mehr die Zeit haben, Tageszeitungen zu lesen. Ich frage auch unsere Kunden oft genug, was sie lesen, und ich stelle zunehmend den Trend dazu fest, doch auf Online-News zurückzugreifen und eher am Wochenende dann auch mal zu einer SZ zu greifen. Aber da sind wir dann wieder eigentlich bei den Wochenzeitungen. Tja, was kommt auf uns zu? Auf uns kommt zu eine große Herausforderung, dass unsere Arbeit als Agentur sich natürlich verändert. Das haben wir seit Jahren gesehen. Pressemeldungen haben nicht mehr den Stellenwert, den sie früher gehabt haben. Wir haben immer weniger und auch leider Gottes weniger qualitativ hochwertige Journalisten oft, mit denen wir reden können. Die haben immer weniger Zeit, haben weniger Zeit, sich in die Themen zu vertiefen. Also wir müssen immer besser vorbereitet sein, unsere Materialien, unsere Texte, unsere Inhalte immer besser aufbereiten und vorbereiten. Und grundsätzlich müssen wir uns einfach auch neuen Formen der Kommunikation mehr öffnen. Ja, Stichwort Web 2.0. Ich meine, in der Agentur sind wir natürlich sehr Social Media affin. Wir nutzen Facebook, Twitter, Blogs, und die ganzen anderen Tools aus dieser Welt, aber in vielen Unternehmen ist teilweise noch das Internet gesperrt. Also, Ja, das habe ich auch mit Schrecken vernommen. ja, wie kommen wir Ja. da zusammen? Es ist in der Tat so, das war ja, glaube ich, vor 2 Wochen erst wieder eine Studie, die gezeigt hat, dass in 40% aller deutschen Unternehmen in der Tat wenigstens der Social Media Zugang gesperrt ist. Ich höre, dass das anders ist bei den Presseabteilungen, die dürfen tatsächlich auf Social Media zugreifen. Also das ist doch schon mal sehr erfreulich. Ja, aber auf der anderen Seite muss man feststellen, dass da immer noch eine Entwicklung im Gang ist. Ich habe das ja bei dem letzten Videoblog, den wir gemacht haben, auch schon mal angesprochen. Na gut, das wird sich irgendwann klären und Social Media und insbesondere der Internetzugang wird wohl auch überall offen sein. Aber ja, die Art und Weise, wie man mit den Zielgruppen, mit den Ansprechpartnern, mit den potenziellen Kunden sich austauscht, das verändert sich total. Auch in diesem Umfeld Social Media natürlich. Was gibt es denn da so für neue Spielzeuge und Instrumente, Trends? Du sprichst ja auch viel mit unseren amerikanischen Kollegen. Ja, das will ich gleich aufgreifen. Spielzeug, in dem Wort steckt ja schon das Wort Spiel. Und das ist in der Tat so ein Trend, der, glaube ich, tatsächlich auch 2013 wichtig wird, ist Gamification. Also Kommunikation in spielerische Formen zu übersetzen. Das haben wir hier nun auch schon mehrfach gemacht für Kunden, sehr erfolgreich auch gemacht. Also das geht natürlich im Exzess bis zu viralen Games, die man tatsächlich erstellt, um in einen direkten Austausch mit potenziellen Kunden oder mit den bestehenden Kunden zu treten. Das geht aber auch grundsätzlich darum, einfach Inhalte in einer spielerischen Form anzubieten. Social Media heißt Interaktion. Ich muss die anderen dazu anregen, mit mir zu interagieren.
Und das tue ich oft tatsächlich dadurch, dass ich ihnen ja spielerische Möglichkeiten gebe. Dann interagieren sie auch und dann melden die sich bei uns zurück. Okay, könnte natürlich ein Problem sein, wenn der Chef sieht, dass der Mitarbeiter irgendwas spielt. Richtig. Also deswegen ist das sicherlich derzeit vor allem ein Trend im Bereich B2C, dass das die Leute in ihrer Freizeit machen. Aber es gibt auch spielerische Formen der Kommunikation, die nicht sofort als Spiel erkennbar sind oder die jetzt vielleicht auch gar kein Spiel per se sind, sondern wo man einfach nur spielerische Elemente einführt, wie bestimmte Belohnungssysteme und so weiter. Aber es ist richtig, also es gibt zwei Dinge, die man im Büro nicht machen darf, spielen und schlafen, obwohl beide Dinge wahrscheinlich tatsächlich auch der Kreativität förderlich sein können. Bestimmt. Ja, ich hoffe, Sie sind nicht eingeschlafen, sondern wach geblieben und wir warten gespannt, was kommen wir 2013 und ja, einen guten Rutsch und wir sehen uns wieder im nächsten Jahr. Genau, bis 2013.